Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Daily Ranking. Heute mal eine Runde mit dem Merc und mal wieder mit Rocket League. Müssen ja auch mal hier wieder ein bisschen weiterspielen. Das Weihnachten ist zwar vorbei, aber ich mag die Weihnachtsmütze trotzdem. Oh fuck. Oh fuck. Und endlich mit meinem 144 Hz Monitor. Da sieht es zumindest für mich deutlich flüssiger aus. Bei Rocket League. Zack, 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 zack. Oh shit. Okay, er ist nach Boost gefahren, jetzt fährt er rückwärts das Ding weiter. Der ist rausgefahren, danach muss ich hier bleiben. Okay. Mitte. Schade. Erwischt. Oh, die Vorlage. Das war ein Versuch. Komm, geh ran. Heute habe ich nicht so viel zu erzählen. Es ist Sonntagabend, wo ich es gerade aufnehme. Es ist nicht viel passiert. Wochenende genutzt, ein bisschen zu entspannen. Schwester war da wegen Geburtstagbesuch. Ja, wie gesagt, nichts Wildes. Oh, verdammt. Da hat mein Dash nicht funktioniert. Boost, komm schon, Boost, hier Boost. Kein Boost, ich brauch den. Dankeschön. Bin ich gerade so eine Runde durchgesprungen, ist ein bisschen knapp. Aber ich dachte, das schaffe ich. Ah, verdammt. Nicht genug seitlich genommen. Nein! Das wäre mein Fehler gewesen. Komm, geh ran, geh ran, geh ran, geh ran, geh ran. Schieb den Ball. Oh, der Quetschball. Verdammte Kacke. Nee, ich will nicht, dass du ihn spielst. Oh, der gut getroffen da, gerade. Komm, ihr seid zu zweit alleine. Sehr schön. Sehr schön. Zu zweit alleine, ja. Das ist auch ziemlicher Quatsch, den ich da gesagt habe. Und wie gesagt, ich habe mir zu meinem Geburtstag mir selbst mal hier einen 144 Hz Monitor geschenkt und Rocket League ist unglaublich viel flüssiger. Also für alle, die so ein bisschen grübeln, ob man das überhaupt sieht. Wenn man sich daran gewöhnt hat, ist das, glaube ich, nicht mehr so arg, aber jetzt, wo es gerade noch neu ist, sozusagen, ist es ungefähr so, wie wenn man anstatt 30, 60 FPS in einem Video hat, zumindest. Das sieht man den Unterschied genauso. Aha, jetzt habe ich die Vorlage gemacht, verdammt. Bin ich dagegen gesprungen, obwohl ich da gar nicht dagegen springen wollte. Wollte ich eigentlich nur drüber springen. Dummer Reflex. Habe ich meinen eigenen Mann ausgespielt dadurch. Durch den Tipp an der Seite. Huch! Huch! Er fliegt. Ah, verdammt. Warum kam ich nicht so schnell hoch? Sehr schön abprallen lassen. Sind alle gesprungen, weil ich mir nicht sicher war, ob sie das kriegen. So. Mal raus. Aber ich habe immer noch keinen Boost. Das ist echt gerade ein Problem. Ich mag das nicht, wenn Leute sozusagen mich ignorieren und sagen, ich gehe da trotzdem ran. Shit, warum ist denn hier nix? Sehr gut. Lol. Besser hätte ich nicht zurückspielen können. Warum? Oh Mann.
irgendwie nicht zu dritt vorm Tor stehen. Ah, da gut abgewehrt, lustigerweise. Auch wenn das nicht sein Plan war. Komm, spring doch nicht immer hoch. Jetzt fängt er an, den einfach immer hoch zu ditchen. Ja. Den kann er dann, glaube ich, nicht fangen. Wenn ich den dort nach vorne spiele, das war Absicht, dass ich daran gehe. Ah, zu spät losgefahren. Ja, verdammt. Da kam plötzlich die Kurve. Oh Gott! Ich dachte, sie erwischen den voll. Springen beide vorbei. Krass. Oh, hier wieder null Boost. Puh. Oh, nee. Ah, die nehmen überall den Boost mit. Verdammt, ich brauch den Boost. Ich muss den Boost holen. Sehr schön. Ja! Oh, das hab ich. Den habe ich dort mitgenommen. Hat funktioniert, um das zu gewinnen. Sehr schön. One Overtime Goal und Scorer 1. Hat gereicht. Für diese Runde. So, ich habe hier so einen kleinen Schnitt gemacht und mein Fahrzeug gewechselt, weil ich gerade zwei so miese Matches hatte, dass ich richtig getiltet war. Und deswegen lieber mal eine Runde den Wagen gewechselt habe, weil ich echt keinen Spaß dabei hatte und die will ich euch nicht hochladen. Das will ich euch nicht antun, sozusagen. Und dann machen wir lieber jetzt nochmal eine neue Runde. Ich habe einen Clearball gekriegt hierfür. Nein! Ich bin wieder genau da, wo die höchste Stelle ist. Geht's direkt weiter mit dem Tilten, Mann. This lag. Du hast einen 56er Ping, du hast keinen Lag. Ah, genau da stand ich wieder so ungünstig, wo die höchste Stelle war und ich habe nicht hochgezogen. Ich habe mich drüber geditcht. Ich hasse das. Ich ärgere mich da immer richtig über mich selber. Oh, verdammt. Ah, hat geklappt. Hat geklappt, das wieder auszugleichen hier. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich booste und das mir dann nicht schafft, das schon. Boost. Nein! Nein! Oh, was mache ich für eine Kacke? Ich dachte, ich stehe schon halb vorm Tor. Oh, der war nicht mal reingegangen. Oh. Fange ich wieder an, so eine Scheiße zu bauen. Mal kurz rein und helfen. Wow.
Und sowas macht tilt mich natürlich auch. Das sind so sinnlose Sachen. Ich hätte ihn eher spielen müssen. Ach, verdammt, knapp daneben ist auch vorbei. Nochmal knapp daneben ist auch vorbei. Oh nein, jetzt bumpt er mich an. Ja, das ist, so hatte ich es vorhin auch schon mal. Ach komm. Da war ich, ist auch fast ein Tor gefallen. Nur deswegen, weil mich jemand angebumpt hat. Ach komm. Was soll das? Dieses... Ja, den kriege ich doch nicht von der Wand ordentlich runter. Pff, der gebammt. Okay, wo ich die ganze Zeit welche, die waren super aggressiv. Jetzt habe ich gerade welche, die sind super defensiv. Und ich verstehe nicht ganz warum. Und vor allem fahren sie immer gleichzeitig raus. Na gut, jetzt vielleicht mal nicht mehr. Nein, ich hab's verkackt und er fährt mir hinterher. Woo! Ach komm, gib mir doch nicht noch einen mit. Ach, geh doch mal ein bisschen. Nicht bloß hoch immer, nicht bloß einfach. Oh. Komm schon. Komm schon. Sick. Jetzt nicht wieder übertreiben. Wir können das gewinnen. Aber das ist echt eine Arbeit inzwischen hier. Ich sag, oh, nicht rausfahren. Komm schon. Jawoll. Jawoll. Da, da können wir gewinnen. Okay, wenn er rausfährt, muss ich drin bleiben. Trauen sich wohl auch was. Aber nicht alle in ihn herfahren. Was macht ihr denn, Jungs? Oh fuck. Da habe ich es noch weggebumpt. Also zumindest ein. Er kann es nicht haben. Stefan muss. Sehr gut. Wir haben gewonnen. Oh, ich bin sogar MVP. Nice. Puh, das war noch eine viel schöne Runde als die zwei Runden davor. Wie gesagt, ihr habt sie jetzt nicht gesehen, aber die waren echt nicht schön anzuschauen. Ich habe mich auch nur aufgeregt. Jetzt habe ich mich gerade zwar auch ein bisschen geärgert, aber ich glaube, verständliche Sachen. Da hatte ich halt wirklich zwei drin. Ich habe zwei Matches gehabt, wo ich quasi 2 gegen 3 gespielt habe, vom Gefühl her. Und der andere, der mit mir gespielt hat, auch noch ziemlich reingeflamed und das bringt mich immer auf die Palme, sowas. Da war es echt ein bisschen
bitter, weil wir hatten einen Mitspieler jeweils, das war der, der sozusagen nicht wirklich effektiv war, der hat fast jeden Ball verpasst, dann ist er einfach nur durch die Gegend geboostet, hat den Ball nicht mehr getroffen, hat auch nur die Boosts eingesammelt und einen Dauerboost gemacht und sowas, also da war ziemlich troll, was wir da hatten. So. Kaisersoße. Wow. Und keiner fährt an. Auch hübsch. Immer wieder hübsch. So eine Situation. Boah. Besonders das Tormann. Also keiner ist hinten. Immer wieder hübsch. Besonders als normalerweise defensiver Spieler. Jungs, ihr müsst ein bisschen energischer an die Bälle gehen, zu verteidigen. Aber immer nur einer und nicht zwei. Uch, nein, was mache ich denn? Hör auf! Verdammte Kacke. Ich wollte eigentlich nur mich sliden. Und dann bin ich plötzlich abgehoben hier. Ja, mach das zur Seite. Ach, aua! Das Timing ist perfekt. Und er trifft ihn leider nicht. Nicht mal ansatzweise. Ach, das war falsches Timing. Ach komm, ist ja nichts mehr. Nicht mal was. Ist ja überall nichts. Ich nehme den nicht, Jungs. Ihr müsst. Ah, dankeschön. Ach komm, diese blöde Ecke. Jetzt zum zweiten Mal. Ach. Nee. Na, wenigstens da haben sie jetzt drüber gespielt. Aber die ist eher dran als ich. Ja, dann spielt er ihn ewig hoch. Kriege ich ihn auch nicht. Die kontrollieren da gerade einfach die Ball, die Gegner. Das kann ich normalerweise nicht. Ich kann irgendwie nicht die Gegner ausblenden. Wenn ich den Gegner gesehen hätte, hätte ich gesagt, ja, okay, das ist eher dran, da fliege ich gar nicht an. Vielleicht noch ein Schwachpunkt bei mir. Ich gehe mal davon aus, die Gegner treffen den so, dass er wegfliegt. Und bis jetzt ging es auch immer so, dass sie den so getroffen haben, dass er wegfliegt. Ja. Und die ziehen sie in den Ball nicht! Meine Güte! Ich kann irgendeine Info, dass da jemand ist. Komm schon, jawohl. Schön gespielt von ihm. Ein bisschen von dem extrem hohen Disbus in der Gegner profitiert, um das Tor zu machen. Jo, komm schon, kommt schon! Oh, der Erste hätte den halt haben müssen. Oh, ich bin dir zu schnell. Verdammte Kacke. Den hat er übernommen. Muss aber auch spielen. Huch, machen wir es halt so.
Da muss man einfach mal mit dem Doppelsprung hin rein tipsen. Oh, dieses Spiel. Oh, ich dachte, der war bei mir schon längst vorbei. Dann kam erst der Tipp zur Seite. Nett gespielt, nett gespielt. Einen direkt ausgespielt. Oh, ho, ho, ho. Die sind gefährlich, die Bälle. Sehr schön. Mehr gefällt mir dazu nicht ein. Das war lucky hoch 10. Erstens, dass er einen Dutt ihm wegnimmt und dass sie dann blöd zusammenfahren. Und er genau reingeht mit 130 km/h. Das war lucky hoch 10. Boah, der fuck. Da kommt, wusste ich nicht. Sollte aber nicht noch einen reinkriegen in den letzten paar Sekunden. So ein Konterball. Ich lauere gerade hier hinten einfach nur, ob irgendwie noch ein Ball in uns Richtung kommt. Kommt nicht. Sehr gut, haben wir gewonnen. Also um die Bilanz mal komplett zu machen, eigentlich habe ich 3 gewonnen und 2 verloren. Für heute Abend zumindest. Nicht, dass ich das hier unbedingt unterschlagen will, aber wie gesagt, die Spiele mag ich euch eigentlich nicht zeigen, weil die waren einfach nur echt kacke. Das hier war vielleicht ein bisschen langweilig und irgendwie habe ich auch ganz schön versagt. Bis zum nächsten Mal.